Willkommen zur Spielanleitung zum Spiel Azul, dem Spiel des Jahres von 2018. Azul ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler von Michael Kiesling. Erschienen ist es bei Next Move Games. In Azul ist es eure Aufgabe, die Wände des portugiesischen Königspalastes mit den bunten Fliesen zu verzieren. Wer den Wunsch des Königs am besten erfüllt, erhält die meisten Punkte. Kommen wir zur Spielvorbereitung. Jeder Spieler bekommt eine eigene Spielablage und legt sie mit der Seite A nach oben vor sich ab. Die Rückseite kann für eine weitere Variante genutzt werden, welche ich später erkläre. Alle Spieler müssen während des Spiels aber immer die gleiche Seite verwenden. Die Grundregeln erkläre ich nun für die Seite mit den bunten Fliesen. Jeder Spieler bekommt so einen Punktemarker und setzt ihn auf das Feld 0. Je nach Spieleranzahl werden mehrere Manufakturplättchen, aus denen ihr die Fliesen erhaltet, in die Mitte als Kreis ausgelegt. Bei 2 Spielern sind es 5 Manufakturen, bei 3 Spielern 7 Manufakturen und bei 4 Spielern 9 Manufakturen. Der Beutel wird dann mit den 100 Fliesen, wobei jede Farbe 20 Mal existiert, befüllt. Jedes Manufakturplättchen wird nun zufällig mit 4 Steinen aus dem Beutel bestückt. Wer zuletzt in Portugal war, wird Startspieler und erhält den Startspielermarker. Kommen wir zum Spielverlauf. Das Spiel läuft über mehrere Runden. Jede Runde enthält 3 Phasen. Die Musterphase, die Fliesungsphase und das Vorbereiten der nächsten Runde. Die Musterphase. Der Startspieler beginnt und legt den Marker in die Mitte zurück. Jetzt nimmt man alle Fliesen einer Farbe von einem Manufakturplättchen und schiebt alle übrigen Fliesen in die Tischmitte. Dann werden die genommenen Fliesen in eine der 5 Musterreihen abgelegt. Dabei wird eine Reihe immer von rechts nach links aufgefüllt. In der ersten Reihe wird nur eine Fliese benötigt, in der zweiten 2, in der fünften 5 und so weiter. Eine Reihe darf immer nur Steine der gleichen Farbe enthalten. Hier darf also nur noch Gelb als drittes angelegt werden. Sobald eine Reihe belegt ist, wie jetzt, müssen die übrigen genommenen Steine in die Bodenreihe. Diese können also nicht in eine weitere Musterreihe als erstes angelegt werden. Das geht erst wieder in der nächsten Runde. Die Bodenreihe wird übrigens immer von links nach rechts aufgefüllt und bringt nachher entsprechend Minuspunkte. In späteren Runden muss immer beachtet werden, dass in einer Reihe nur Fliesen einer Farbe ausgelegt werden dürfen, wenn die entsprechende Farbe noch nicht in der zugehörigen horizontalen Reihe ausliegt. Ich kann in der ersten Reihe also keinen schwarzen Stein mehr spielen. Oder in der dritten Reihe keine blauen oder roten Steine mehr. Nachdem ein Spieler seine Fliesen platziert hat, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Auch dieser nimmt sich dann wieder Fliesen von einer Manufaktur und schiebt die restlichen Fliesen in die Tischmitte. Die nachfolgenden Spieler können auch außerdem statt von einer Manufaktur alle Fliesen einer Farbe aus der Tischmitte nehmen. Derjenige, der dies zuerst tut, nimmt also nicht nur die Fliesen und legt diese an, sondern nimmt auch den Startspielermarker und legt diesen auf das nächste Freifeld der Bodenreihe. Sobald alle Fliesen verteilt wurden, kommt es zur Fliesungsphase. Diese Phase können alle Spieler gleichzeitig durchführen. Die Spieler gehen nun von oben nach unten ihre Musterreihen durch. Bei einer kompletten Reihe wird die rechte Fliese auf das entsprechende Feld an der Wand verschoben. Dafür erhält man sofort eine bestimmte Anzahl an Punkten. Wie viele das sind, erkläre ich gleich genauer. Nachdem man mit allen Musterreihen durch ist, werden die Fliesen der komplettierten Reihen geleert und in den Schachteldeckel gelegt. Fliesen auf unkomplettierten Reihen bleiben liegen. Außerdem werden nach der Wertung die Fliesen aus der Bodenreihe geleert. Der Spieler, der dort den Startmarker hat, wird die nächste Runde beginnen. Der Startmarker wird natürlich nicht in die Schachtel gelegt. Die Wertung. Jede Fliese, die an die Wand gesetzt wird, wird direkt gewertet. Punkte werden auf der Punkteleiste markiert. Hierbei wird von oben nach unten durchgegangen. Sollte eine Fliese horizontal oder vertikal angrenzende Fliesen haben, bekommt man so viele Punkte, wie Fliesen in dieser Reihe liegen. In diesem Fall sind es 3 Fliesen. Das heißt, ich bekomme für diesen Stein 3 Punkte.
Nun setze ich diese drei Punkte auf der Punktetafel vor. Auch die blaue Reihe hier ist fertig. Und ich habe vertikal 4 Steine und 3 Steine in der horizontalen, bekomme also 7 Punkte. Sollte sowohl horizontal als auch vertikal keine weitere Fliese angrenzen, gibt es nur einen Punkt. Am Ende der Fliesungsphase werden noch Punkte für Fliesen in der Bodenleiste abgezogen. Es werden insgesamt so viele Punkte abgezogen, wie auf den entsprechenden Feldern angegeben ist. Auch der Startmarker bringt hierbei entsprechend Minuspunkte. Das heißt, ich kriege hier in diesem Fall minus 4 Punkte. Vorbereiten der nächsten Runde. Solange wie noch kein Spieler eine horizontale Reihe an der Wand vollendet hat, wird weitergespielt und die nächste Runde wird vorbereitet. Dazu werden, wie bereits erwähnt, alle Fliesen von den vollendeten Reihen im Schacht der Decke gesammelt, sowie die aus der Bodenleiste. Dann werden wieder alle Manufakturplättchen mit 4 Fliesen bestückt. Sollte der Beutel übrigens irgendwann leer sein, werden die gesammelten Steine aus dem Schacht der Decke wieder in den Beutel gelegt. Dann beginnt die nächste Runde. Kommen wir zum Spielende. Das Spiel endet direkt nach der Fliesungsphase, in der mindestens ein Spieler eine horizontale Reihe vollendet hat. Nach der Auswertung der Wandfliesen werden dann noch die Zusatzpunkte vergeben. Pro vollständiger horizontaler Reihe erhält man 2 Extrapunkte. In diesem Fall habe ich eine Reihe vollendet. Pro vollständiger vertikaler Reihe erhalte ich 7 Punkte. Und pro Farbe, von der man alle 5 Fliesen an der Wand untergebracht hat, wie in diesem Fall die hellblauen Fliesen und die gelben Fliesen, erhalte ich jeweils 10 Punkte. Als Hilfe sind die Zusatzpunkte unten rechts auf der Spielerablage abgebildet. 10 Punkte für alle Steine, 2 Punkte für eine horizontale Reihe, 7 Punkte für eine vertikale Reihe. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt nun das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der daran beteiligte Spieler, der mehr vollständige horizontale Reihen vorweisen kann. Für die weitere Variante könnt ihr mit der Rückseite spielen. Die Regeln sind prinzipiell gleich, außer dass nun die Wandreihe frei angeordnet werden kann. Weiterhin gilt aber, dass horizontal und vertikal jede Farbe nur einmal vorkommen darf. Sollte dies nicht möglich sein, wie hier, muss die komplette Musterreihe in die Bodenreihe verlegt werden. Und man erhält somit Minuspunkte. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel Azul.